Tag, heute ist Dienstag, der 22.03.2016 und es regnet. Warum wird das jetzt schon wieder mehr? Ich wollte gerade mit dem Hund raus. Eigentlich sollte es heute gar nicht regnen. Laut der Wetter-App hilft ja nichts raus, muss ich trotzdem. Kann ja auch nicht warten, bis es aufhört. Wenn es sich einregnet, kommt der Hund gar nicht raus. Das geht auch nicht. Also anziehen raus. Kamera bleibt dann allerdings hier. So schnell hört das nicht auf. Naja, warum die Kamera hier bleibt? Ich kann es mir nicht leisten, dass die 7D kaputt geht. Das geht nicht. Also setze ich sie nicht zu viel Witterungsbedingungen aus. Gegangen bin, dachte ich eben noch, oh, verdammt, hätte die Kamera doch mitnehmen können, weil es da einem plötzlich gar nicht so viel vorkam, wie es aussah. Aber puh, ich bin außer Atem. Aber wenn man dann noch eine Weile unterwegs ist, weiß man, okay, es wäre doch ganz schön viel gewesen. Die 7D ist zwar spritzwassergeschützt, aber halt auch nicht wasserdicht und irgendwann geht die Feuchtigkeit halt doch durch. Wenn dann so permanent leichter Nieselregen raufkommt, obwohl so leicht ist es gar nicht mehr. Naja. Eigentlich wollte ich auch an den Strand gehen heute, aber bei dem Regenwetter gehen wir lieber in den Wald. Wer macht sowas und warum? Warum macht man mitten im Wald ein Lagerfeuer? Dann auch direkt neben dem Baum. Was soll der Scheiß? Sieht sehr merkwürdig aus. Heute ist gar nicht so kalt. Also gestern war es definitiv kalt. Da ist ihr Stock. Jetzt tut sie so, als wenn sie mich findet. Ich muss suchen. Ich hab Scheiße geworfen diesmal. Ja, genau. Jetzt hast du nicht schnuppert, ich hab sie gesehen. Ich mag ja so Szenen, wenn man in den Raum reinkommt, wo die Kamera schon ist oder die Kamera steht und man geht aus dem Raum raus oder die Kamera steht irgendwo und man kommt zu der Kamera hin, geht vorbei, sagt was in die Kamera. Solche Szenen, ihr kennt das. Habe ich früher in meinen Vlogs schon gern gemacht. Sehe ich auch sehr gerne und das ist ein ganz bestimmtes Stilmittel von Casey Neistat, der es ja schon fast perfektioniert hat und wirklich ständig macht. Man darf aber nicht vergessen, dass es wirklich Arbeit macht und Zeit kostet, weil man muss halt ständig hin und her rennen. Man muss überlegen, okay, wo stelle ich die Kamera hin, wenn ich jetzt hier reinkomme? Kann ich die Kamera stehen lassen, wenn ich jetzt hier weggehe? Wie lange habe ich Zeit, bevor der nächste Passant kommt und mir die Kamera vielleicht klauen könnte? All diese Sachen. Und ich würde das auch sehr gerne sehr viel öfter machen. Aber erstmal machen wir uns einen Kaffee. Aber ich kann das nicht so oft machen, wie ich gerne würde, weil ich mehrere Probleme habe. Nein, ich habe kein Problem. Wenn ich jetzt den Wasserkocher anmache, dann ist es zu laut. Ne, das lassen wir lieber. Aber wenn ich zum Beispiel morgens um 9 oder gegen 9 ist die große Runde dran. Ich weiß nicht, ob Cookie die Zeit lesen kann oder ob sie es einfach schon so drin hat.
Jedenfalls gehen wir morgens gegen 9 zur großen Runde los und die Zeit ist drin in meinem Cookie und will sie los. Und dann ist sie natürlich auch aufgedreht, wenn es denn losgeht und ich mich anziehe und so. Und dann hat sie nicht die Geduld dafür, mit mir noch 3-mal hin und her zu gehen, weil ich irgendwo die Kamera hinstelle, wieder losgehe und die Kamera wieder abholen muss und dergleichen. Und auf der anderen Seite ist, so wie die Kamera zum Beispiel hier steht, muss ich vorher schon den Fokus justieren und sagen, okay, ich bin jetzt so weit ungefähr weg, dass ich scharf bin. Weil es sieht halt doof aus, wenn ich erst scharf bin, wenn ich dichter komme, aber unscharf bin. Also das sind so Sachen, wo der Autofokus sehr gut ist oder zumindest ein Klappbildschirm. Die 80D, das wäre echt super. Und man sollte sich mehr... Warum kommt jetzt die Sonne raus? Jetzt, wo wir im Regen Gassi waren, jetzt kommt die Sonne raus. Naja. Und man muss sich merken, was man zuletzt erzählt hat, wenn man dabei spricht und die Kameraposition ständig wechselt. Und außerdem muss man darauf achten, dass man nicht aus Versehen plötzlich andere Klamotten trägt. Zum Beispiel habe ich jetzt eine andere Brille auf als vorhin. Und diese kleinen Details, auf die achten manche Leute. Und die fallen manchen Leuten auf. Und die lassen das Video dann ein wenig merkwürdig erscheinen. Auch wenn sie es vielleicht nicht mal genau merken, warum. Naja, wie auch immer, ich muss jetzt zur Arbeit und deswegen sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Und ich würde das auch sehr viel... Ob jetzt nicht auf Aufnahmen gedrückt wird, bin ich bescheuert? Bin ich richtig bescheuert?